Herr Steinbrück, inwieweit kann die Öffentlichkeit dieses Haus sehen? Was ist da der Plan? Ja, da sind wir in einem gewissen Spannungsbogen, denn Helmut Schmidt hat verfügt, dass in diesem Haus, in diesem Privathaus der beiden Eheleute nichts verändert werden soll. Und das hindert uns natürlich daran, einen riesigen Besucherstrom durch dieses Haus zu leiten im Sinne eines Museums. Das wird nicht gehen, auch vor der Anlage des privaten Hauses. Aber es auf andere Art und Weise öffentlich zugänglich zu machen, zum Beispiel durch einen virtuellen Auftritt im Internet oder auch bei gelegentlichen Anlässen, um zu zeigen, wie die Eheleute hier gelebt haben, wahrscheinlich mit einem erheblichen Personalaufwand aufzupassen, dass nichts beschädigt wird. Das sind so Überlegungen, die wir haben. Die zweite und dritte Überlegung ist auf der einen Seite, ist auch Gesprächskreisen zugänglich zu machen. Helmut Schmidt hatte hier seine berühmte Freitagsgesellschaft und Leute an diesem Tisch zusammenzubringen, die es sich etwas zu sagen haben. Und benachbart ist ein sensationelles Archiv, das heißt, es auch Journalisten, Wissenschaftlern zu öffnen mit einem Arbeitsplatz, die dieses Archiv auswerten und benutzen können. Yeah.